Frischfisch ist die Königsdisziplin im Frische-Sortiment. Und wer dieses Geschäft beherrscht, der beherrscht auch das gesamte Geschäft der Frische. Unser Leitsatz ist, Frische kennt keine Kompromisse. Das leben wir hier alle. Dafür stehen wir jeden Tag morgens vor der Tür, setzen uns an den PC, die Jungs packen unten im Lager. Wir sind jeden Tag motiviert, dass wir den Kunden zufriedenstellen. Ja, und das machen wir hier alle mit völliger Begeisterung. Transgourmet Seafood ist eine Bündelungsplattform. Wir schaffen es, hier in Bremerhaven die Logistikströme zusammenzubündeln und dann in die entsprechenden Betriebe zu versenden. Wir bekommen möglichst die Ware morgens um 6 Uhr aus Island, Dänemark, Norwegen, Frankfurt. Wir müssen um 12 Uhr hier den Hof verlassen mit der Tour in den Süden, weil wir um 3.30 Uhr in Kieming sein müssen oder aber um 2.30 Uhr in Kempten. Von Frankfurt-Oder bis nach Aachen, von Plön bis runter zur Zugspitze. Aber unser Geschäft wird auch immer internationaler. Wir bedienen heute nicht nur den deutschen Markt, wo wir Kunden haben wie die Transgourmet Deutschland, das Frische Paradies oder die Selgros-Märkte. Wir liefern heute auch nach Polen, in die Schweiz und nach Österreich. Und das in frischester Qualität. Die Herausforderung ist letztendlich die Zeitspanne, die uns nur zur Verfügung steht. Es ist unheimlich schnell, wie der Fisch von A nach B transportiert werden muss. Wir versuchen, den Fisch, der nur eine gewisse Haltbarkeit hat, so schnell wie möglich aus dem Wasser zu uns bzw. zum Kunde zu bringen. Das zählt jede Stunde. Transgourmet Seafood hat ein anderes System. Wir arbeiten nicht mit Bestandsware wie unsere ganzen Kollegen draußen. Unser System heißt, wir verkaufen erst den Fisch und dann fangen wir an, aktiv zu werden. Wir arbeiten in Auftragsproduktion, das heißt, der Kunde bestellt. Sobald die Bestellung des Kunden uns vorliegen, bestellen wir die Ware bei unseren Produzenten. Wir haben keine Lagerware. So wie die Ware morgens hier angeliefert wird, so ist sie auch spätestens am Nachmittag wieder verschwunden aus dem Lager. Und das ist der Unterschied gegenüber den Mitbewerbern. Unsere Ware ist einfach frischer. Wir haben einfach definitiv und auch nachweislich die bessere Qualität am Markt. Es gibt keinen frischeren Fisch als den von uns. Transgourmet handelt nur gute bis vorzügliche Ware. Dafür stehe ich und mein Team. Wir kontrollieren die Ware nach dem Frischegrad, sorgen dafür, dass nur eine Top-Qualität zu unseren Endkunden kommt. Klasse. Geiler Stoff. Fischverrückt muss man schon sein, wenn man dieses Geschäft irgendwo erfolgreich tätigen will. Meine Großeltern haben schon mit Fisch gehandelt, meine Eltern mit Fisch gehandelt. Mein Urgroßvater war schon Fischdampferkapitän, mein Großonkel war Fischdampferkapitän, mein Opa war Fischdampferkapitän. Wenn ich einen frischen Fisch sehe, dann lacht das Herz. Das ist doch herrlich, das ist Leben, das ist Genuss. Und von daher ist es wichtig, dass dieses Thema Nachhaltigkeit auch vernünftig gemacht wird. Das Richtige richtig und aufrichtig tun, so lautet der Titel unseres Nachhaltigkeitsreports, den wir für unsere Mitarbeiter und Kunden entsprechend rausgegeben haben. Wir führen ein großes Sortiment an Nachhaltigkeitsprodukten, die entsprechend MSC, ASC oder FOS zertifiziert sind. Nachhaltigkeit fängt nicht morgen an, sondern Nachhaltigkeit fängt heute an. Wir möchten ja nicht den letzten Fisch fangen, wir wollen nicht den letzten Rotbarsch aus dem Meer ziehen, nur damit wir Profit damit machen, sondern wir möchten auch, dass unsere Kinder und Kindeskinder noch in den Genuss kommen, frischen Fisch zu essen. Wir wollen Verantwortung übernehmen, wir tun das. Wir haben einen großen Katalog an Maßnahmen zum Thema Nachhaltigkeit aufgelegt und wir haben mittlerweile ein Sortiment, was sich sehen lassen kann. Über 25% unseres Umsatzes wird heute mit nachhaltigen Produkten erwirtschaftet. Ich denke, dass wir für die Zukunft sehr gut aufgestellt sind, denn wir brauchen ein Bündelungszentrum, wir brauchen eine zentrale Plattform, dafür bietet sich Bremerhaven an. Ja, Bremerhaven ist ein ganz besonderer Standort. Bremerhaven ist das Herz der Fischindustrie in Deutschland. Hier steht die Infrastruktur. Hier sind die notwendigen Dienstleister und Logistiker vor Ort. Hier haben Sie die Menschen, die mit Fisch umgehen können. Hier haben Sie die Profis, die mit dem Messer am Fisch arbeiten können. Sie haben die entsprechenden Händler und Produktionsbetriebe im Hafen. Sie haben das maritime Umfeld. Wir selber kaufen natürlich und arbeiten mit unseren Partnern in Bremerhaven zusammen.
Wir haben mit einer Handvoll Partnern spezielle Business Partnership aufgebaut. Wir bleiben natürlich auch nicht stehen, entwickeln uns stetig weiter, schauen uns im Markt um, was gibt es an neuen Trends, was gibt es an neuen Produkten. Fisch ist einfach ein total tolles Lebensmittel. Es wird leider viel zu wenig genutzt. Warum muss ein Burger eigentlich immer mit Fleisch sein? Wildlachsburger, Thunfischburger. Wir nehmen unsere Fischprodukte, wir haben hier unsere Kochstationen, wir entwickeln teilweise Menüs oder Konzepte, Ideen. Und so ist es, glaube ich, ja eine gute Mischung aus Tradition klassisch und moderne Innovation, die wir hier versuchen anzugehen und mit unseren Kunden den Weg gemeinsam zu bestreiten. Die Seafood Akademie ist so das Herzstück unseres Unternehmens. Ziel ist es, ein internationales Ausbildungszentrum für Fisch, für Kunden und Mitarbeiter zu entwickeln. Und wir sind auch ganz stolz, dass wir im letzten Jahr den Seafood Star für die Seafood Akademie gewonnen haben. Wenn ich mir den Seafood Star an sich anschaue, dann ist es eigentlich so der Oscar in der Fischwirtschaft. Warum sind wir erfolgreich? Wir sind erfolgreich, weil wir begeisterte Mitarbeiter haben. Das Besondere hier ist einfach dieses gute Teamworking. Wir sind hier schon eine große Familie. Total. Ich könnte mir auch nicht vorstellen, einen anderen Job zu arbeiten. Ich mache meine Arbeit sehr gerne. Ich mag, was ich tue. Das Geschäft ist wirklich schnelllebig, es wird nie langweilig, es kommt immer wieder neue Dinge dazu. Man bleibt nie auf der Stelle stehen. Ich bin immer noch begeistert von meinem Job, ich bin immer noch begeistert von dem Produkt. Immer Fisch, Fisch, Fisch. Fisch ist eine Leidenschaft. Diese Leidenschaft, wenn die einen mal gepackt hat, dann lässt sie einen nicht wieder los. Ja, Fisch macht Spaß.